StarCraft und die Erweiterung Brood War offiziell als komplett kostenlose Download veröffentlicht. Blizzards Echtzeitstrategiespiel StarCraft wird 20 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung im Jahre 1998 kostenlos spielbar sein. Mit der Veröffentlichung von Patch 1.18 steht das Spiel als komplett kostenloser Download zur Verfügung. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das Patch enthält außerdem einige Fehlerbehebungen und Eigenschaften. Beispielsweise die Möglichkeit, die Tastenbelegung ändern zu können. Ebenso ist ein offizieller Zuschauermodus enthalten sowie weitere Anti-Betrugsmaßnahmen und eine bessere Kompatibilität mit modernen Betriebssystemen. Das Spiel StarCraft wurde zusammen mit der Erweiterung zuletzt aus dem Blizzard-eigenem Verkauf entfernt und kostete bis zu diesem Zeitpunkt 15 Euro. Mit mehr als 9,5 Millionen verkauften Exemplaren war StarCraft im August 2007 das meistverkaufte Echtzeitstrategiespiel. StarCraft ähnelt dem früheren Warcraft 2, das ebenfalls von Blizzard Entertainment entwickelt wurde, unterscheidet sich aber in vieler Hinsicht von seinem Vorgänger. Insbesondere wird die Spielbalance durch die drei sehr unterschiedlichen Rassen als vorbildlich angesehen. In Südkorea hat sich StarCraft zu einem beliebten elektronischen Sport entwickelt. Dort gibt es Turniere von nationaler Bedeutung, öffentliche Übertragungen mit bis zu 20.000 Zuschauern, Trainingsgruppen, Profis, die ihren Lebensunterhalt mit StarCraft verdienen, und Fernsehsender, die täglich Live-Spiele ausstrahlen. Wir wünschen viel Spaß mit diesem Klassiker der Echtzeitstrategie. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung.